Das hier ist der Naked Cowboy in New York. Seit fast 10 Jahren musiziert er am Times Square und jetzt verklagt die Touristenattraktion den Süßwarenhersteller Mars auf mehrere Millionen Dollar, weil eine M&M's Schokofigur in seinem Look Werbung macht. Und damit begrüße ich Sie zum FDD-Thema am Freitag. Fast jeden Tag bei Wind und Wetter steht Robert Burke mit seiner Gitarre am Times Square und er sieht sich auf einer Augenhöhe mit dem Empire State Building und der Freiheitsstatue. Eine Attraktion ist er eben gern. Doch ungefragt will er sich nicht für Werbezwecke missbrauchen lassen. Und so war er ziemlich wütend, als ein dickes, blaues M&M's-Männchen von einer Reklamewand am Times Square auf ihn hinunterblickte und ihm das Gefühl gab, in den Spiegel zu gucken. I've been standing out here for 10 years building the name and the reputation and the image of the Naked Cowboy. Ich stehe hier seit 10 Jahren und habe seither das Image des Naked Cowboys aufgebaut, meinen eigenen amerikanischen Traum gelebt. Und jetzt kommt eine große Firma daher und klaut dieses Image und benutzt es für ihre eigene Werbung. Das ist so, als hätte mir jemand mein letztes Hemd gestohlen. Without paying me, well obviously I feel like someone just stole the shirt off my back. Burke hat jetzt, wie gesagt, Mars verklagt und die verantwortliche Werbeagentur gleich mit. 6 Millionen Dollar verlangt er als Entschädigung. Immerhin ist der 37-Jährige inzwischen so berühmt, dass er seinen Look rechtlich schützen ließ und sich selbst entsprechend vermarktet. Auf seiner Homepage bietet er etwa seine Bekleidung an. Der Cowboy-Hut kostet zum Beispiel 75 Dollar. Die Vermarktung läuft also. Dabei verdient er allein durch das Geld, dass er am Times Square von Touristen bekommt, 250.000 Dollar pro Jahr Cash, sagt zumindest Burke. Danke fürs Zusehen und an dieser Stelle noch ein schönes Wochenende. Bis zum Montag. Tschüss. Well,